liebe Freunde der bunten Glamperstein, ich begrüße euch recht herzlich aus dem wunderbaren Süden Deutschlands in meinem kleinen Wohnzimmer. Ja, ich bin natürlich noch im Wohnzimmer. Nichtsdestotrotz, ihr wisst ja alle, ich war in Berlin, habe ich euch ein paar schöne Short-Videos gezeigt. War wirklich schön, war gute Erfahrung. Ich war in Bernau, aber wir sind natürlich auch nach Berlin gereist, sind da rumgekommen und am ersten Tag, beziehungsweise am zweiten Tag, am ersten Tag sind wir angereist, am zweiten Tag haben wir dann, wollte ich zwei Läden besuchen, einmal mal Bricks Shop, ging leider nicht, die hatten keine Zeit, die hatten so viel Aufträge, so viel zu tun, dass sie für mich leider keine Zeit hatten. Bausteinreich war genau dasselbe Spiel, wir sind dorthin gefahren, ja, waren alle da, aber auch keine Zeit für Schwätzen sollen. Nichtsdestotrotz, ich habe auch was mitgebracht und zwar habe ich dort natürlich auch was geholt. Und zwar einen kleinen Raubenbagger mit der Artikelnummer 13014S mit 514 Teile. Wurde runtergesetzt auf 25 Euro, da habe ich da gedacht. Schlagen wir doch gleich mal zu, ist übrigens auch motorisiert. Von MyBricks, ja, die arbeiten ja mit Bausteinreich zusammen. Ein Postauto mit Artikelnummer 0006, nein 0003, 369 Teile. Das wird ein kleiner Spaß zum Zusammenbauen. Wollte ich schon immer mal haben, habe ich bis jetzt aber noch nicht geholt. Und da habe ich den gesehen, da habe ich mir gedacht, schlägst du halt mal zu, ne? Natürlich ebenfalls von MyBricks einen Stadtbus, Berlin, mit Artikelnummer 0006. Der hat, wie viele Teile hat der? 319 Teile. Bin ich mal gespannt, wie die Klemmkraft, wie der Bau was sein wird. Und dann habe ich natürlich auch etwas Größeres, ihr kennt mich ja, von Happy Build. Einen, was ist das, ein kleines, ja, Geländewagen. Ja, ich würde sagen, es ist ein Wildspeed-Block war. Wildspeed-Block, okay, gut. Ja, haben ein paar schöne nette Features. Ist motorisiert, hat die Artikelnummer JC23042, 715 Teile. Ich muss ganz ehrlich sagen, von Happy Build habe ich bis jetzt eigentlich immer nur gute Erfahrungen gemacht. Ihr kennt ja, das ist mein erfolgreichstes Video mit dem Mercedes und dem Rauflieger, dem Bagger dazu. Der zwar nicht mir gehört, aber war auch ein großer Spaß, den zu bauen. Vielleicht hole ich mir irgendwann mal selber, mal gucken. Und dann habe ich ja noch den Porsche, ebenfalls von Happy Build und bei anderen Sachen. Und jetzt habe ich halt den ebenfalls noch. Ja, achso, ja, genau. Und ja, ich würde sagen, das war es dann auch schon wieder von meinem Urlaubs-Haul-Video Teil 1. Es gibt noch einen zweiten Teil und vielleicht auch mal, ne, einen zweiten Teil. Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. In diesem Sinne wünsche ich allen noch einen wunderschönen Nachmittag. Lasst euch gut gehen, baut was Schönes und ciao, ciao. Cheerio. Wir sehen uns. Macht's gut. Das war's dann auch schon wieder zum ersten Haul-Teil, Haul-Video, zum Video-Haul, Haul-Video, auf jeden Fall Haul-Video, ja, okay, gut.